Es gibt einen Aufsatz im Zombie-Modus, der es euch ermöglicht, Zombies aus Zone 3 zu one-hitten. Die Rede ist hierbei vom Flammenwerfer. Diesen könnt ihr auf alle Sturmgewehre packen und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr diesen freischalten könnt und wie ihr diesen richtig nutzt, sodass ihr Zombies aus Zone 3 one-hittet und auch im Dunkeläther keine Probleme mehr habt. Zuallererst zeige ich euch einmal, wo ihr den Flammenwerfer findet bzw. wie ihr diesen ausrüsten könnt. Ihr geht einfach mal auf eure Waffe und hier müsst ihr natürlich erstmal in den Waffenschmied gehen. Und das Ganze funktioniert, soweit ich weiß, nur bei Sturmgewehren. Dort habt ihr nämlich den Unterlauf, den Jack Purifier. Diesen müsst ihr euch erstmal freischalten. Das ist ein nachrüstbares Teil, welches ihr über die wöchentlichen Herausforderungen freischalten könnt. Jedoch ist diese wöchentliche Herausforderung schon einige Zeit her. Aber ihr könnt sie trotzdem noch freischalten, indem ihr einmal hier auf Waffenkammer-Herausforderungen geht und dann geht ihr zu nachrüstbaren Teilen und hier müsst ihr dann nach dem Jack Purifier suchen. Dieser befindet sich hier und den könnt ihr dann im Prinzip verfolgen. Im Zombie-Modus müsst ihr hier dann im Endeffekt nur 5x3 Aufträge abschließen, um dann diesen Aufsatz hier freizuschalten. Wenn ihr dann im Spiel seid, müsst ihr einmal hier zur Seite drücken und dann habt ihr schon den Flammenwerfer. Und ich zeige euch jetzt, wie das Ding hier im Zombie-Modus abgeht. So, Freunde, wir sind drin in einer Runde Zombies und wir haben jetzt einmal, wenn wir links drücken, einen Flammenwerfer. Mit diesem Flammenwerfer können wir die Zombies braten. Wir brauchen nur Zombies und hier sind gerade gar keine Zombies, weil sie alle Angst vor uns haben. So, wir können mit diesem wunderbaren Flammenwerfer die Zombies braten und ihr seht es, die Dinger gehen One-Hit-Down. Diese Waffe ist extrem strong und wir werden nachher testen, wie gut diese Waffe in Zone 3 ist mit Pack-a-Punch 3, mit dem legendären Werkzeug. Und wir müssten eigentlich auch mal testen, wie stark dieser Flammenwerfer in Zone 3 ist, ohne gepuncht zu sein. Das sollten wir auf jeden Fall erstmal testen, bevor wir Kristalle hier drauf anwenden. Und nachher werden wir natürlich auch in den Dunkeläther gehen und dort können wir auch testen, ob wir die Eindämmungsstufen verlieren, denn wir haben ein legendäres Siegel oder ein ältestes Siegel. Das neueste Update hat ja dazu geführt, dass wir die Eindämmungsstufen jetzt behalten. Hoffentlich. Wir werden es auf jeden Fall mal überprüfen. Aber als erstes werden wir uns erstmal unser Blutburner holen, denn dieses Fahrzeug, ich sag's euch, es ist das niceste, was man sich auf jeden Fall immer mitnehmen sollte. Wenn man in eine Runde geht, so kommt man schnell über die Map. So, Freunde. Also, das einzige Problem an dieser Waffe ist, dass wir die Munition, die wir aufnehmen, leider nicht als Munition bekommen für diese Waffe. Ihr seht es, ich mache die Waffe jetzt einmal komplett leer. Und wir haben hier einmal Munition. Jedoch, wenn wir diese aufnehmen, zählt das nur für unsere normale Waffe oder für unsere normale Munition. Wir müssen uns also einmal hier an einer Munibox neue Munition holen. Das ist wirklich der einzige Nachteil an dieser Waffe. Beziehungsweise an diesem Aufsatz hier. Schauen wir mal, was der Flammenwerfer gegen Stufe 2 Zombies macht. Alter, das ist doch, das ist respektlos. Die sind, man one-hittet nicht, ach du, also nicht one-hittet. Ich glaube, es ist kein One-Hit, es ist ein Two-Hit. Warte. Fast One-Hit, aber die verbrennen. Auch ein leicht gepanzerter One-Hit. Das gibt's nicht. Das ist ja übertrieben OP. Ja, moin, dann ab geht's in Zone 3. Also ich kann mir schon vorstellen, das könnte bodenlos sein jetzt hier. Das könnte jetzt hier bodenlos sein. Wo ist die Abscheulichkeit? Sonst ist hier immer eine Abscheulichkeit, die hier chillt. So, hier sind auf jeden Fall ein paar Zombies. So, einmal so ein Höllenhund. Den braten wir. Das gibt's nicht. Das kann nicht sein. Kannst mir nicht erzählen, dass eine ungepanschte Waffe hier in Zone 3 die Zombies einfach mal komplett brät. Das ist OP. Und ja, die Waffe ist halt ungepanscht, ne? So, hier werden wir noch ein paar Zombies braten. Das Bloodburner Key geht erstmal baden. Auch gut, aber Alter, das kannst du ja wirklich keinem erzählen, dass du die Zombies hier komplett umballerst. Oh, ich habe keine Muni mehr. Das ist das größte Problem. Und
Oh Gott, das war sehr knapp. So, Freunde, wir müssen die Waffe aber upgraden. Wir haben zwar gesehen, dass die Waffe hier abgeht. Das hier einmal machen und das hier einmal machen. Jetzt ist die Waffe zumindest gepuncht. So, Freunde, wir haben hier jetzt mal einen Elite-Gegner und den haben wir komplett weggebraten. Okay, es war ja nur ein Stufe 2 Elite-Gegner, aber das ist schon echt heftig, was das Ding hier macht. Ah, vielleicht sollten wir uns die Perks mitnehmen, die man so hier in der Zone braucht. Macht man hier eigentlich mehr Damage jetzt? Ja, auf jeden Fall. Also wir machen jetzt One-Hit auf die Zombies. So, wir machen immer noch One-Hit und die Waffe ist noch nicht Max-Damage. Also wir werden uns jetzt hier erstmal noch Punkte für Packerbunch 3 holen. Und dann geht's ab in Tier 5 Dunkeläther. Aber ich brauche halt noch ein bisschen Punkte für Packerbunch 3. Gucken wir mal, was die gegen... Ach, Alter, ach, nein. Das ist nicht... Das ist nicht dein Ernst, oder? Okay, das Problem ist, ich habe jetzt keine Muni mehr. Schauen wir mal. Mit voller Munition. Auf die Schwachstelle. Oh, vielleicht sollten wir... Ich habe nicht meine... Meine goldene Plattenweste vermisse ich ein bisschen. Aber ihr seht es. Oh mein Gott. Man macht dem Typen so Damage. Alter Schwede, vor allem du musst ja noch nicht mal zielen. Ja, okay. Ohne goldene Plattenweste kann es schon kniffliger sein hier. Vor allem ohne Platten allgemein. Ich sollte vielleicht mir mal wieder ein Self-Rest organisieren. Ich hätte mir die goldene Rüstung mitnehmen sollen und Etterklinge. Das war ein bisschen fehlerhaft, die nicht mitzunehmen. Ja, wir gehen einfach mal rein. So. Packen wir mal das älteste Siegel rein. Und gehen mal schön ohne Perks rein in den Dunkeläther. Ist, glaube ich, eine super gute Idee. Aber no risk, no fun, ne? Das größte Problem wird sein, die Muni wieder aufzuladen. Weil wenn die Muni weg ist, sind wir auch weg. Sage ich euch jetzt schon. So, Freunde. Wir sind im Dunkeläther. Und unsere Eindämmungsstufe ist auf jeden Fall höher als noch zu Beginn. Und jetzt können wir mal probieren, wie stark der Flammenwerfer gegen die Zombies hier ist. Und alter Schwede, das ist sehr strong. Das einzige Problem, was wir haben, ist, dass unsere Munition schwindet und schwindet. Also wir müssen sofort an eine Munibox. So ein Mängler, der geht auch mal schnell down. Das ist schon Wahnsinn. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Ich sollte mir vielleicht mal ein bisschen mehr Platten mitnehmen. Oh mein Gott, droppen hier viele Platten. Das habe ich ja noch nie gesehen. Oh, warte mal, ich habe Jugger. Oh, nice. Ich sehe hier keine Munitionsboxen. Deswegen sollten wir uns, glaube ich, relativ schnell zum Ausgang begeben. Ich habe die Waffe leider nicht auf 3 gepuncht. Wir haben keine Perks. Ich wollte hier eigentlich nur testen, wie stark die Waffe hier ist. Also Flammenwerfer schön und gut. Aber das größte Problem mit dem Kollegen ist die Munition. Und wenn die gleich weg ist, dann sind wir am Barsch. Und ihr seht es, die Munition schwindet und schwindet. Aber die Zombies, die gehen gut down. Und wenn wir halt gleich keine Munition mehr haben, sieht es hier schwierig aus ohne unseren Dreier-Punch-Waffe. Aber man kann sagen, Flammenwerfer kann man auf jeden Fall mitnehmen. Problem ist nur, wenn der leer ist, dann ist das ein bisschen buggy. Jetzt habe ich ihn. Ja, und wir haben leider nur einen Zweier-Punch. Deswegen sollte ich hier einmal besser rausgehen, damit wir nicht alles verlieren. Und jetzt können wir aber testen, ob unser Containment-Level bleibt, wenn wir den Dunkeläther verlassen. Wir haben zwar keine Aufträge gemacht, aber es sollte als Sieg zählen. Riss abgeschlossen, schon mal gut. Eindämmungsstufe 35, Auftrag Essenzbelohnung, aha, sehr gut. Also es scheint wieder zu funktionieren, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das brauchten wir, dieses Update brauchten wir unbedingt. Man kann auf jeden Fall sagen, dass der Flammenwerfer ein guter Aufsatz ist, den man draufpacken kann. Vor allem für den Anfang einer Runde ist dieser Flammenwerfer extrem, extrem strong. Aber im Dunkeläther kann es ein bisschen schwierig sein, wenn man nicht an irgendwelchen Muniboxen vorbeiläuft. Dann sollte man auf jeden Fall schon eine legendäre Waffe haben, damit man auch im Dunkeläther klarkommt. Weil nur mit 300 Schuss in dem Flammenwerfer
wäre ein bisschen eng geworden, die ganzen Aufträge hier zu machen. Jo Leute, an der Stelle ein dickes Dankeschön an alle meine Kanalmitglieder und dicker Kuss geht raus an meine Ehrensupporter ObiGhost, Monster.com und an unser neuestes Mitglied Thomas Mayfahrt. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, schaut mal in die Videobeschreibung, da findet ihr mehr Infos zur Kanalmitgliedschaft.